Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Stadt-4-Teil. Hier geht es bekanntlich um Regression, aber was kann man damit eigentlich anfangen später mal? Dieser Frage werden wir in diesem Tutorial genauer nachgehen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an unsere Laufuhr aus dem FM3 Tutorial. Wir haben eine bestimmte Firma, die nennen wir mal Darmlauf, und diese möchte eine neue Laufuhr auf den Markt bringen. Sie haben sogar Glück, zu dem Zeitpunkt, wo sie die Uhr auf den Markt bringen, ist die Nachfrage in der Wirtschaft nach solchen Uhren besonders hoch. Da alle die Uhr haben wollen, aber es nicht viele Anbieter gibt, die genau diese Uhr mit bestimmten Funktionalitäten produziert, beschließt das Konsortium der Firma Darmlauf, den Preis der Uhr Jahr um Jahr zu erhöhen, was zunächst auch zu erhöhtem Umsatz führt. Im Jahr 2015 läuft es sogar besonders gut für die Firma Darmlauf. Doch dann, ein Jahr später, sinken die Zahlen plötzlich. Was dafür wohl der Grund ist? Oft ist es so, dass mit steigendem Preis auch die Nachfrage sinkt. Und die Leute denken sich dann einfach, das ist mir zu teuer, das kaufe ich nicht mehr. Oder aber ich gehe zum anderen Anbieter, die Uhr ist zwar nicht so gut, aber dafür günstiger, das Preis-Leistungs-Verhältnis, das stimmt da. Und schon hat die Firma Darmlauf ein paar Kunden verloren. Natürlich sind sich die vier Mitarbeiter sicher, dass sie etwas an ihrer Geschäftspolitik ändern müssen. Sie erstellen eine Preisabsatzfunktion. Auf der Y-Achse aufgetragen haben wir die Absatzmenge, sprich die Stückzahl der verkauften Laufuhren, und auf der X-Achse den Preis pro Laufuhr. Wie errechnen wir daraus jetzt aber den Umsatz? Gehen wir das mal Schritt für Schritt durch und suchen wir uns mal einen Punkt auf der Geraden aus. Dieser Punkt hier hat folgende Werte: 860 für die Absatzmenge und 16 Dollar als Preis pro Laufuhr. Wie wir es hier schon angedeutet sehen, errechnet sich der Umsatz aus der Absatzmenge, die über einen bestimmten Zeitraum erzielt wurde, und dem Produktpreis. Dann machen wir das mal. Wir haben eine Absatzmenge von 860, das nehmen wir mal 16. Und wir erhalten einen erreichten Umsatz von 13.760 Euro. Was fällt uns hier jetzt aber auf? Der Umsatz entspricht genau der Fläche dieses Rechtecks hier. Das ist echt interessant, denn damit können wir eine Menge anfangen. Schauen wir uns mal die Umsatzberechnung an einem anderen Beispiel an. Wir suchen uns den Punkt auf der Geraden aus, wo die Laufuhr 80 Dollar kostet und eine Absatzmenge von 270 Stücken erzielt wurde. Der Umsatz hat sich hier mit dem Wert von 21.600 fast verdoppelt. Also ist die Geschäftspolitik von Darmlauf doch gar nicht so schlecht. Den Produktpreis erhöhen und dafür in Kauf nehmen, dass weniger Laufuhren verkauft werden? Naja, Vorsicht mit so gewagten Aussagen. Wir wollen jetzt mal wissen, welcher Punkt auf der Geraden den größten Umsatz bringt. Das könnte der Punkt hier in der Mitte sein, wo der Produktpreis 50 Dollar und die Absatzmenge 550 Stück beträgt. Denn da erreichen wir einen Umsatz von sage und schreibe 27.500 Euro. Dollar, meine ich natürlich. Lasst euch nicht verwirren, da müsste Dollar stehen, nicht Euro. Und ja, dieses Schaubild lässt uns erkennen, dass der Punkt irgendwo in der Mitte der Geraden sein muss, da die Rechtecksfläche für den Umsatz da am größten ist. Natürlich können wir den Verlauf der Rechtecksflächen auch mit einer Kurve darstellen. Dabei schauen wir uns nicht mehr die linke Y-Achse, sondern die rechte Y-Achse, die grüne für den Umsatz an. Und wir erkennen, der Hochpunkt der Kurve, der ist ungefähr da, wo wir unseren schwarzen Punkt angebracht haben. Vielleicht könnte man den schwarzen Punkt etwas weiter rechts unten anbringen. Dann könnten wir unseren Umsatz sogar noch ein bisschen erhöhen. Behalten wir diese Umsatzfunktion mal im Hinterkopf, die werden wir später noch brauchen. Und wir stellen jetzt mal den Bezug zur Regression her. In diesem Säulendiagramm sehen wir die Umsatzzahlen über die Jahre 2010 bis 2016 verteilt. Der Einfachheit halber arbeiten wir mit einer Punktwolke, da wir diese ja schon kennen. Das hier ist unser diskreter Datensatz und die Regression kommt ins Spiel, um eine stetige Funktion aus diesen diskreten Daten zu bilden. Wie gehe ich da am besten vor? Einen Ansatz kennen wir schon, den Ansatz der linearen Regression. Hierbei handelt es sich um eine Polynomfunktion ersten Grades und diese lautet y gleich ax plus b. Wir haben also die zwei Parameter a und b. Wie man auf diese kommt, haben wir ja vorhin im vorigen Tutorial schon geklärt. Was ist an dieser Funktion aber der große Nachteil? Naja, wenn man dem Zeitstrahl immer weiter folgt, bis ins Jahr 2020 zum Beispiel, dann stellen wir fest, dass der Umsatz immer steigen wird mit dem gleichen Vorfaktor a. Dies ist aber höchst unrealistisch und deswegen fällt die lineare Regression schon mal weg. Wir können auch einen Schritt weiter gehen und mit einer Polynomfunktion zweiten Grades arbeiten, sprich ax hoch 2 plus bx plus c. Hier haben wir jetzt drei unbekannte Parameter, a, b und c nämlich, und als stetige Funktion erhält man eine parabelartige Kurve. Und das hier ähnelt schon mehr unserer grünen Umsatzkurve von vorhin.
Wir sehen auch, dass der Verlauf der Kurve wesentlich realistischer ist als bei der linearen Regression. Denn diese Kurve sagt uns aus, wenn ihr mit dieser Geschäftspolitik weitermacht, die Preise immer weiter erhöht, dann werdet ihr auch immer weniger Geld verdienen. Sprich, ab einem gewissen Punkt geht der Umsatz runter. Verwendet man eine Polynomfunktion zweiten Grades, sprich mit einem x hoch 2, so redet man von quadratischer Regression. Und das Spielchen kann man so jetzt immer weiter treiben, bis ins Unendliche natürlich. Es lässt sich sagen, mit der Erhöhung des Polynomgrads, sprich je höher der Exponent in unserem x-Wert, das heißt x hoch 2, x hoch 3, x hoch 4 etc., umso besser können wir unseren diskreten Datensatz durch eine stetige Funktion abbilden. Diese Animation von Christian Schirm veranschaulicht noch einmal, was bei der Regressionsanalyse passiert, wenn man den Polynomgrad erhöht. Und damit verabschiede ich mich auch. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und ja, wir sehen uns. Ciao!